Hallihallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr mich wieder angeklickt habt. Hier ist euer Michael Speyer von Blu-ray-Disc.de. Auch heute stelle ich euch wieder einen Streaming-Film vor, der quasi mehr oder weniger aus dem Nichts kommt. Es geht um die Realverfilmung der Anime-Reihe Full Metal Alchemist. Die ist seit kurzem auf Netflix verfügbar und ich muss sagen, das kam quasi wie der Schlag aus heiterem Himmel. Ich habe zwar gehört, dass man hier einen Realfilm produziert, aber dass das dann so schnell geht und dass er vor allen Dingen ohne vorherige Kinoauswertung gleich auf Netflix verfügbar ist, ja, war ein bisschen überraschend. Worum geht's? Wir haben die beiden Staatsalchemisten Alphonse, das ist er hier, und Edward Elric, das sind, ja, die leben in einer Welt voller Alchemie. Alchemie ist da quasi real existent. Und durch einen Unfall hat Elric seinen Bruder getötet. Er konnte seine Seele quasi in diese Rüstung bannen und seitdem sind die beiden auf der Suche nach dem Stein der Weisen. Mit dem Stein der Weisen wäre es möglich, dass sie Al wieder in seinen richtigen Körper zurückbekommen und dass er auch seinen künstlichen Arm wiederbekommt. Ja, wer den Anime kennt, weiß, was ihn erwartet. Dieser Film ist wirklich 100% perfekt umgesetzt. Wobei der ganze Film wirkt auf mich ein kleines bisschen wie ein sehr ambitionierter Fanfilm mit einigen wirklich guten Cosplayern, tolle Kostüme, die Spezialeffekte auch ganz toll gemacht, zumindest für einen japanischen Film, muss man dazu sagen. Das ist also nicht auf Hollywood-Niveau, es ist ein bisschen was anderes. Wer die Serie mag, liegt hier auf jeden Fall richtig. Die Darsteller wirklich gut, bisschen übertrieben, aber gut, das ist halt auch typisch japanisch. Und passt auch wunderbar zur eigentlichen Geschichte. Hier der Flame Alchemist, mein persönlicher Liebling, kommt auch gut rüber. Die Geschichte endet an einem vernünftigen Punkt mit einem tollen Actionfeuerwerk, mit einem tollen Höhepunkt. Allerdings fehlt mir hier persönlich viel zu viel. Das heißt, einer der Hauptgegner, nämlich Scar, kommt nicht vor. Die Verschwörung innerhalb der Regierung wird auch nur kurz angerissen. Das Ganze ist auf 2 Stunden und ich meine 15 Minuten beschränkt und da versucht man halt einen jahrelang laufenden Anime in einen Film hineinzuquetschen. Das funktioniert nur bedingt. Trotzdem, für alle Fans hier wirklich ein toller Fanjob. Wir haben einzelne Bilder, die sind wirklich 1:1 aus dem Anime bzw. aus dem Manga übernommen. Ich meine auch die Synchronsprecher, zumindest von Alphonse hat man wirklich schön angepasst. Also ich war teilweise nicht ganz sicher, ob das nicht sogar der Synchronsprecher der Anime-Reihe ist. Also, verfügbar auf Netflix. Hat mir persönlich sehr gut gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt mir hier unten den Daumen nach oben. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt das unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Abonniert den Kanal und teilt das Video, so viel ihr könnt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's dann für heute. Euer Michael Speyer. Be Blue. See you.